أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Zunächst einmal senden wir unsere Beileidsbekundungen dem Imam der Zeit, möge Allah seine Erscheinung beschleunigen, bezüglich dem Martyrium seiner Großmutter Fatima Zahra alayhi salam, denn es werden in verschiedenen Überlieferungen berichtet, dass sie in diesen Tagen zu ihrem Herrn zurückgekehrt ist. Wir haben in der letzten Lektion die Kriterien erläutert bzw. die Bedingungen erklärt, die ein Marja' al-Taqlid erfüllen muss, damit man ihn nachahmen darf bzw. damit man gemäß seinem Rechtsurteil handeln darf. Wir haben gesagt, er muss zunächst den absoluten Ijtihad besitzen. Und dies haben wir in der vorletzten Lektion erläutert, also in der Lektion Nummer 8. Anschließend haben wir gesagt, er muss religiös reif sein. Wir haben gesagt, er muss intellektbegabt sein, das heißt, er darf nicht verrückt sein. Man muss Vertrauen in seine Worte legen dürfen. Und wir haben gesagt, er muss männlich sein. Aber hier haben wir nochmals unterschieden zwischen der Position der allgemeinen Wilaya und zwischen dem Rang der Erlassung von Fatwas. Dann haben wir gesagt, er muss ehelich geboren worden sein und er muss den Glauben besitzen. Und mit dem Glauben meinen wir den speziellen Glauben, also der Glaube an die 12 Imame der Ahlul Bayt a.s. Dann haben wir gesagt, er muss gerecht sein. Und das bedeutet, er darf keine öffentlichen Sünden begehen, er darf nicht auf Verpöntem bestehen und so weiter. Dann haben wir gesagt, er muss am Leben sein und auch diesen Punkt haben wir näher erläutert, nämlich in erster Linie muss er der Meistwissendste sein. Also die Lebendigkeit ist an sich keine Voraussetzung, aber wir finden die Meistwissenheit entweder in dieser oder in der letzten Generation. Der 9. Punkt war die Meistwissenheit, wobei der 10. Punkt, und dies gilt nur für den Rang der allgemeinen Wilaya, er muss den Mut haben und die wissenschaftliche und praktische Fähigkeit besitzen. Nachdem wir nun die Kriterien kennengelernt haben, was den Marja' al-Taqlid ausmachen, so fragen wir uns nun, wie können wir nun den Meistwissenden bestimmen? Ja, dies ist ein großes Problem auch in der heutigen Gesellschaft. Wir haben mehrere Marja' al-Taqlid und wir müssen herausfinden, wer von ihnen der Meistwissendste ist. Und dazu gibt es verschiedene Wege. Und diese Wege möchten wir nun herausfinden. Wir waren stehen geblieben bei Seite 23, bei Frage Nummer 8. Ma hiya turuq al-ma'rifati al-a'lamiyya? Also, was sind die Wege, um den Meistwissendsten zu erkennen? Und der Sayyid schreibt hier, den Meistwissenden kann man anhand folgender Wege erkennen. Zum einen, الشَّيَاعَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ. Also der Schaja', das ist der erste Weg und es bezeichnet die Verbreitung der Meinung unter den Rechtsexperten, dass er der Meistwissendste ist. Oder auch die Verbreitung unter der muslimischen Gemeinschaft mit der Bedingung, dass diese auf einen Beweis beruht. Das heißt, wenn wir für eine Gruppe von Rechtsexperten haben und in dieser Gruppe ist die Meinung verbreitet, dass dieser oder jener Marja' der Meistwissendste ist, dann reicht dies für uns aus, diesen Marja' nachzuahmen. Oder aber die Verbreitung unter der muslimischen Gemeinschaft. Aber diese muss einen Beweis beruhen. Das heißt, es kann nicht sein, dass beispielsweise jemand, weil er jetzt einen bestimmten Marja' beispielsweise im Fernsehen gesehen hat oder weil er bestimmte Bücher gelesen hat, dass er von sich aus nun behauptet, er ist der Meistwissendste und dies verbreitet sich unter der Gemeinschaft, aber ohne auf einen Beweis zu ruhen. Das heißt, sagen wir mal, er sieht ihn einfach nur als würdig, ein Marja' zu sein, aber ohne einen richtigen Beweis dafür zu haben. Und wenn dies nun unter der Gemeinschaft verbreitet wird, auf Basis dieser haltlosen Behauptung, dann ist diese Verbreitung nicht gültig. Das heißt, die Verbreitung unter der muslimischen Gemeinschaft muss auf einen Beweis ruhen. Dann ist es möglich, dass man diese als Hujja, als Beweis quasi nutzt. Der zweite Punkt lautet Shahadat Adilain min Ahlil Khibra. Also die Bezeugung von zwei Gerechten aus dem Expertenrat. Also die Ahlul Khibra, beziehungsweise um es wörtlich zu übersetzen, die Leute der Erfahrung.
Und der Sage schreibt, und damit meinen wir nur jene, welche fähig sind, den Meistwissenden gemäß unseren Rechtlinien zu bestimmen. Und nicht nur ihre Kenntnisse bezüglich der Halal-Haram-Angelegenheiten. Das Zeugnis derjenigen, die allgemein als Ahl al-Khibra bekannt sind, ist unzureichend. Es sei denn, sie wenden die entsprechenden Kriterien an. Denn heutzutage ist es so, dass in manchen Gebieten diejenigen als Ahlul Khibra bezeichnet werden, die nur bezüglich den Halal-Haram-Angelegenheiten Wissen haben. Das heißt, sie suchen sich den Marja aus, der im Bereich Fiqh und Usul am meisten oder am besten gebildet ist. Und diesen bezeichnen sie dann als Marja Taqlid oder als Meistwissendsten. Der Sayyid sagt, nein, die Kriterien der Ahlul Khibra, wie sie den Marja heraussuchen, die müssen darauf beruhen, dass er nicht nur in den Halal-Haram-Angelegenheiten Wissen hat, beziehungsweise der Meistwissendste, sondern auch in den anderen Angelegenheiten der Religion, wie beispielsweise die Aqida, die Philosophie, die Koraninterpretation, die islamische Moral und so weiter. Das heißt, diejenigen, die die Meistwissenheit des Marjas bestimmen, müssen dies aufgrund dieser Kriterien tun, dass er in sämtlichen Bereichen der Meistwissendste ist und nicht nur im Bereich Fiqh und Usul. Der dritte Punkt lautet: Es ist die Zeugenaussage eines Vertrauenswürdigen aus der Ahlul Khibra mit der Bedeutung, die wir genannt haben. Also, er muss ein Experte bezüglich sämtlichen Angelegenheiten der Religion sein. Selbst wenn es nur eine Person ist. Wir meinen mit der Vertrauenswürdigkeit denjenigen, der für seine Wahrhaftigkeit bekannt ist und sich der Lüge enthält. Das heißt, das Hauptkriterium hierbei ist, dass diejenige Person aus der Ahlul Khibra, wenn sie für ihre Vertrauenswürdigkeit bekannt ist, wenn sie dafür bekannt ist, dass sie sich der Lüge enthält, dann ist auch nur eine Person aus der Ahlul Khibra ausreichend, um den Marja al-Taqlid diesbezüglich zu wählen. Normalerweise und allgemein bekannt sind eigentlich nur drei Wege, wie man den Meistwissenden bestimmt, aber Sayyid Kamal al-Haydari hat noch zwei zusätzliche Wege, wie man die Meistwissenheit eines Marja al-Taqlid erfassen kann, nämlich Punkt Nummer 4. Dort schreibt er die Eigeninitiative des Nachahmers, wie beispielsweise die Anwesenheit in seinem Unterricht oder das Lesen seiner Werke. Und er muss fähig sein, dies zu bewerten, selbst wenn er kein Mujtahid ist. Das heißt, auch derjenige, der sich in diesen Sachen vertieft hat, auch wenn er kein Mujtahid und wenn er in der Lage ist, die Meistwissenheit des Gelehrten zu bestimmen, so reicht es für ihn aus. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass jetzt ich oder jemand anderes einfach mal ein paar Bücher lesen kann und sich so seine Meinung bildet, sondern er muss wirklich in diesem Bereich ausgebildet worden sein und Wissen diesbezüglich haben. Aber der Ijtihad, hier sagt es, hey, der Ijtihad ist in diesem Fall keine Voraussetzung. Der fünfte Punkt lautet: Es ist gestattet, sich auf alle Gründe und Argumente zu verlassen, welche zur Gewissheit und Glauben des Nachahmers führen, dass eine bestimmte Person der Meistwissendste ist. Egal, was dieser Grund auch sein mag, dies ist ausreichend, um ihn nachzuahmen. Das heißt, der fünfte Punkt ist eher ein allgemeiner Punkt und besagt, dass alle Angelegenheiten, die wirklich zur Gewissheit führen, dass ein bestimmter Marja der Meistwissende ist, dann reicht dieser Grund oder dieses Argument aus. Es muss aber wirklich zur Gewissheit führen. Und hier lässt der Sayyid quasi einen gewissen Spielraum offen, sodass jeder sich dieser Meinung bilden kann oder auf diese Argumente und Gründe stützen kann. Die neunte Frage lautet: Bimada nafbut adalatil marja? Also, durch was wird die Gerechtigkeit eines Vorbildes der Nachahmung gesichert? Wir haben ja erläutert, dass eine Bedingung von Marja al-Taqlid die Gerechtigkeit ist. Das war ja der siebte Punkt, was wir in der letzten Lektion erläutert haben. Wir haben gesagt, dass die Gerechtigkeit bedeutet, dass derjenige sich öffentlich von Sünden zurückhält oder nicht auf Verpöntem besteht und dass ein Vertrauen in seine Aussagen gelegt werden kann. Und hier stellen wir uns die Frage, wie beweisen wir denn die Gerechtigkeit eines Marja al-Taqlid? Welche Wege gibt es dafür? Und der Sayyid schreibt hier als Weg Nummer 1 die Bekanntheit der Gerechtigkeit des religiösen Vorbildes, sodass Gewissheit daraus entsteht. Also der erste Punkt, ganz einfach, wenn seine Gerechtigkeit bekannt ist und diese auch zu einer Gewissheit führt, dann ist dies ausreichend, dass wir sagen können, er ist gerecht. Der zweite Punkt, das Zeugnis zweier gerechter Personen darüber.
Er sagt aber, auch das Zeugnis einer gerechten Person ist ausreichend, ja sogar die vertrauenswürdige Person ist ausreichend, auch wenn er selber nicht gerecht ist. Das heißt, wenn wir eine Person haben, die selber nicht gerecht ist, aber die vertrauenswürdig ist, die dafür bekannt ist, dass sie keine Lügen verbreitet, die sich den Lügen enthält, vertrauenswürdig ist, dann können wir Vertrauen in die Aussage dieser Person legen und dann damit sagen, dass dieser Marja' al-Taqlid gerecht ist. Der dritte Punkt lautet die äußere Erscheinung. Und damit meinen wir, dass seine Religion und Wahrhaftigkeit und religiöses Verhalten in Übereinstimmung mit seiner Verantwortung als religiöses Vorbild steht. Ja, das heißt, wenn wir sagen die äußere Erscheinung, dann meint man damit nicht, wie er sich nach außen gibt, weißer Bart, gepflegter Turban und so weiter, nein, sondern wie er seine Religion und sein religiöses Verhalten, wie man dies quasi bei ihm außen in der Öffentlichkeit beobachtet, wie man ihn wahrnimmt. Und wenn dies zur Gewissheit führt, dass er gerecht ist, dass er tatsächlich auch so ist, wie er sich gibt, dann ist auch dies gestattet, um zu behaupten, dass er religiös gerecht ist. Der vierte Punkt lautet, die persönliche Erfahrung und Sitzung des religiösen Nachahmers mit dem religiösen Vorbild. Das heißt, die eigene Prüfung, sage ich mal, wenn man selber Kontakt mit dem Marja' pflegt, wenn man ihn selber kennengelernt hat, wenn man selber ihn persönlich kennt und dadurch Gewissheit erlangt, dass dieser Marja' al-Taqlid gerecht ist, dann ist dies auch dafür ausreichend. Die zehnte Frage lautet, es kann sein, dass man sich einig ist, dass es mehrere Meistwissendste unter den Rechtsexperten gibt. Das heißt, sie sind auf der gleichen Stufe des Wissens und der Fähigkeit. Zwischen ihnen gibt es keine großen Meinungsunterschiede. Was ist die Aufgabe des religiös Erwachsenen in dieser Situation? Also die Frage, die wir uns hier stellen, nehmen wir an, es gibt mehrere Rechtsexperte, die auf demselben Grad des Wissens sind und die allesamt quasi diese Bedingungen erfüllen und die alle auf einer Stufe des Wissens sind. Das heißt, man kann nicht sagen, der ist wissender als der andere. Sie sind ungefähr auf der gleichen Stufe des Wissens. Was ist dann unsere Aufgabe? Wen dürfen wir da nachahmen oder was ist unsere Pflicht in diesem Fall? Und der Sayyid schreibt, in diesem Fall ist es dem religiös Erwachsenen freigestellt, zu einem beliebigen Rechtsexperten zurückzukehren, selbst wenn sie sich in einem Rechtsurteil einig sind oder nicht. Es ist ebenso gestattet, von einem Gelehrten ein bestimmtes Rechtsurteil zu nehmen und die restlichen Angelegenheiten von einem anderen Rechtsexperten. Und dies nennt man Tab'il. Es ist keine Voraussetzung, dass man sich nur auf einen einzigen Experten bezieht, sondern es ist ausreichend, dass die Taten in Übereinstimmung mit dem Experten stehen, dessen Wort ein Beweis, also eine Hujja, ist. Was meint man damit? Damit meint man, wenn wirklich diese Bedingungen von mehreren Gelehrten erfüllt werden, dann ist es möglich, bei irgendeinem Rechtsexperten Taqlid zu machen, beziehungsweise man kann beispielsweise von diesem Marja' diesen Rechtsurteil nehmen und von einem anderen Marja' ein anderes Rechtsurteil. Aber dies gilt wirklich nur für den Fall, dass sie auf der gleichen Stufe des Wissens sind und dass sie die gleichen Kriterien des Marja' al-Taqlid erfüllen, die wir hier quasi erläutert haben. Das heißt, es kann jetzt beispielsweise nicht sein, dass es einen Marja' gibt, der der Auffassung ist, dass er nur für Halal-Haram zuständig ist. Und dann haben wir einen Marja', der sagt, nein, seine Aufgabe ist die sämtliche Aspekte der Religion. Dann darf ich nicht einmal von diesem Marja' nehmen, einmal von diesem. Wieso? Weil gemäß Sayyid Kamal al-Haydari der Marja', der sich nur auf Halal-Haram bezieht, nicht die Voraussetzungen erfüllt. Das heißt, in dem Fall muss man wirklich schauen, welche Maraja erfüllen diese Voraussetzungen, die wir hier erläutert haben. Und wenn es tatsächlich welche gibt, die all diese Voraussetzungen erfüllen und die auf derselben Stufe des Wissens sind, dann dürfen wir Tab'ir nehmen. Dann dürfen wir Tab'ir machen, also von dem Gelehrten dieses Rechtsurteil nehmen und von dem anderen Gelehrten dieses Rechtsurteil. Also, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben quasi mehrere Arten oder mehrere Formen des
der Marja'iyya, ein Marja' sagt, meine Aufgabe ist, oder meine Aufgabe sind sämtliche Angelegenheiten der Religion, nicht nur die Halal-Haram-Angelegenheiten. Andere Maraja sagen, nein, unser Aufgabengebiet ist nur Halal-Haram. Gemäß der Meinung von Sayyid Kamal al-Haydari darf man kein Tab'id machen bei Gelehrten, die nicht diese Bedingungen erfüllen, die sich quasi also nur auf Halal-Haram beziehen. Sondern man darf Tab'id nur machen, wenn diese Kriterien erfüllt werden. Also, wenn er ein Experte bezüglich der gesamten Religion ist und auf einer Stufe des Wissens sind, dann darf man Tab'id machen bei dieser Gruppe von Gelehrten. Inshallah machen wir dann ab der nächsten Lektion weiter mit den anderen Fragen bezüglich des Taqlids und steigen dann ein in den dritten Weg, nämlich Al-Ihtiyat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.